Guten Tag, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, sei es aus Ansbach oder den umliegenden Gemeinden. Guten Tag einfach. Guten Tag, verehrte Vertreter aus Presse, Rundfunk und Fernsehen. Guten Tag, Vertreter der Politik, der Verwaltung, den Gruppen und den Parteien aus Ansbach und im Umland. Guten Tag auch den Beamten der Polizeidirektion, wenn sie sich hier irgendwo versteckt halten. Ja, das Bündnis Stadt TTIP Ansbach, Stadt und Land begrüßt euch alle recht herzlich. Als Moderator und Versammlungsleiter, mein Name ist Reinhard Sachs. Ich komme von Greenpeace und bin gleichzeitig Bündnissprecher, darf ich die Akteure des Bündnisses kurz nochmal nennen. Mit bei uns dabei ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der Evangelische Kirche, der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, Bund Naturschutz in Bayern, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Greenpeace Ansbach, Landesbund für Vogelschutz, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Bündnis 90 Die Grünen, die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser, die Offene Linke Ansbach, die Ökologisch-Demokratische Partei sowie viele, viele Einzelpersonen. Einige organisatorische Anmerkungen möchte ich noch machen. Wir begrüßen alle, die friedlich an dieser Kundgebung teilnehmen wollen. Wer anderes vorhat, möge sich bitte vom Acker machen. Unsere Order werden darauf achten. An dieser Stelle senden wir Grüße an all diejenigen, die heute ebenso wie wir zu dieser bundesweiten Aktionstag für eine umwelt- und menschengerechte Welthandelspolitik demonstrieren. Ein Applaus also für unsere Mitstreiter überall in Deutschland. Die allumfassenden Freihandelsabkommen wie CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada, TTIP, das in der Mache ist mit den Vereinigten Staaten, oder das Dienstleistungsabkommen TISA, werden gerne als Deal mit dem trojanischen Pferd bezeichnet. Das trojanische Pferd steht, wie allgemein bekannt, als Kriegslist, mit der die Griechen nach erfolgloser 10-jähriger Belagerung von Troja diese reiche Stadt eingenommen, geplündert und ihre Bewohner versklavt haben. Gleiches kann uns mit den Freihandelsabkommen auch passieren, dass wir ausgeplündert oder noch viel mehr werden. Weil bekanntlich Bilder oder noch besser Gebilde mehr sagen als Worte, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz ein kleines trojanisches Pferdchen nachbauen lassen. Und dieses ist heute nach Ansbach gekommen. Und da steht auch unser Maskottchen, der Ansgar Wallo, der verhindern will, dass das trojanische Pferd von den Bürgern aus Dummheit oder Verblendung in ihre geschützte Stadt gehievt wird. Ansgar Wallo hat sein Augenmerk auf das trojanische Pferd gerichtet. Sein drittes Auge blickt auf die Regierung von Mittelfranken, so als wolle er diese auftragen, der bayerischen Regierung ausrichten zu lassen, auf keinen Fall das trojanische Pferd oder besser gesagt das Freihandelsabkommen CETA in Kraft treten zu lassen. Ansgar Wallo kennt nämlich den Willen der bayerischen Bevölkerung, die eben mit einem Volksbegehren eben dies erreichen wollte, was jedoch anfangs des Jahres aus fadenscheinigen Gründen ausgebremst wurde. In diesem Zusammenhang darf ich dem Bund Naturschutz in Bayern danken, der uns das Pferdchen zur Verfügung gestellt hat. Und mein ganz besonderer Dank gilt Manfred Walter vom Bund Naturschutz Ansbach, der maßgeblich daran beteiligt war, dass es heute hier ist. Unsere Kundgebung steht heute unter dem Motto: Wir mischen uns ein für eine gerechte Welthandelspolitik. Wir meinen, die Positionen der Parteien zu CETA und Co. müssen ein Wahlkampfkriterium sein, das der mündige Wähler kennen sollte.
Zu dieser Kundgebung hat heute ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft aufgerufen. Und das sind das Netzwerk Gerechter Welthandel, das aus dem Zusammenschluss von TTIP unverhandelbar und dem Trägerkreis CETA und TTIP stoppen entstanden ist. Getragen wird es von dem Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, von ATTAC, vom Green Team Schwabenpower, dem Naturfreunden Deutschland, dem Paritätischen Gesamtverband und dem Umweltinstitut in München. Es ist Wahlzeit. In 3 Wochen sind wir aufgerufen, unsere Stimme abzugeben. Dann sind wir vielleicht diese Stimme für 4 Jahre los. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Lassen Sie mich auf dieser Kundgebung ein modernes Märchen aus Kanada erzählen, dem Partnerland also, in dem CETA angesiedelt ist. Es stammt von einem kanadischen Politiker namens Tommy Douglas. Und hierbei geht es um Demokratie, um Wahlen, so wie bei uns diese vor der Tür stehen. Mäuseland. Dies ist die Geschichte von Mäuseland. Mäuseland war ein Ort, an dem all die kleinen Mäuse lebten und spielten, geboren wurden und starben. Sie lebten eigentlich ganz so wie du und ich. Sie hatten sogar ein Parlament. Und alle 4 Jahre gab es eine Wahl. Sie gingen an die Urnen und gaben ihre Stimmen ab. Ganz so wie du und ich. Bei jeder Wahl gingen also die kleinen Mäuse zahlreich an die Wahlurnen und wählten eine Regierung. Eine Regierung von großen, fetten, schwarzen Katzen. Jetzt mögt ihr denken, dass es seltsam sei, wenn Mäuse sich Katzen als Regierung wählen. Aber betrachten wir nun einmal die Geschichte Kanadas der letzten 90 Jahre, dann werdet ihr vielleicht erkennen, dass sie nicht viel dümmer waren als wir. Das sagt ein Kanadier. Ich will gar nichts gegen die Katzen sagen. Das waren nette Leute. Sie führten die Regierungsgeschäfte mit Würde. Sie machten gute Gesetze, das heißt gut für Katzen, aber die Gesetze waren sehr gut für Katzen, so waren sie doch eher schlecht für die Mäuse. Eines der Gesetze besagte, dass ein Mäuseloch groß genug für eine Katzenpfote sein musste. Ein anderes legte die Geschwindigkeitsbegrenzungen für den Lauf der Mäuse fest, sodass eine Katze sich für ihr Frühstück nicht allzu sehr anstrengen musste. All die Gesetze waren gute Gesetze für die Katzen. Aber ach, wie hart waren sie für die Mäuse. Und das Leben wurde immer schwerer. Als die Mäuse es nicht länger ertragen konnten, beschlossen sie, etwas zu tun. Also zogen sie in großer Zahl zu den Wahlen. Sie wählten die schwarzen Katzen ab. Stattdessen wählten sie die weißen Katzen in die Regierung. Die weißen Katzen hatten einen großartigen Wahlkampf geführt. Sie sagten, was dem Mäuseland fehlt, sind politische Visionen. Sie sagten, das Problem im Mäuseland sind die runden Mäuselöcher, die wir hier haben. Wenn ihr uns wählt, werden wir rechteckige Mäuselöcher einführen. Und das taten sie. Und die rechteckigen Mäuselöcher waren doppelt so groß wie die runden. Nun konnte eine Katze mit beiden Pfoten hineinlangen. Das Leben wurde schwerer als je zuvor. Als sie es nicht mehr trugen, wählten die weißen Katzen ab und setzten die schwarzen Katzen wieder ein. Dann wählten sie wieder die weißen Katzen und dann wieder die schwarzen. Sie versuchten es mit zur Hälfte schwarzen und weißen Katzen. Das nannten sie die Große Koalition. Sie wählten sogar eine Regierung aus gepunkteten Katzen. Das waren Katzen, die versuchten, wie Mäuse zu klingen. Doch sie ernährten sich genauso wie die anderen Katzen. Seht ihr, Freunde, das Problem hatte nicht mit der Farbe der Katzen zu tun. Das Problem war, dass es Katzen waren. Und weil es Katzen waren, kümmerten sie sich natürlich um die Interessen der Katzen statt um die der Mäuse. Schließlich jedoch war da eine kleine Maus, die hatte eine Idee.
Sie wandte sich an ihre Artgenossen und sprach: Schaut, Freunde, warum wählen wir immer eine Regierung, die nur aus Katzen besteht? Warum wählen wir nicht stattdessen eine Regierung aus Mäusen? Riefen die Mäuse erschreckt. Er ist Kommunist, sperrt ihn ein. Und sie sperrten ihn ins Gefängnis. Aber ich will euch daran erinnern, dass man eine Maus oder einen Menschen einsperren kann, aber eine Idee nicht. So, das war das Märchen vom Mäuseland. Hat es euch gefallen? Ich möchte dem noch etwas anfügen. Wir brauchen in Deutschland neue Ideen, welche auch immer, viele neue Ideen und mutige Politiker, die dies auch ausprobieren wollen. Aber noch wichtiger, wir brauchen auch Wähler, die für diese neuen Ideen das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ja, das Freihandelsabkommen, um das es heute geht, mit USA, mit Kanada, oder das Dienstleistungsabkommen TISA, das sind Symptome aus unserer Sicht einer falschen Wirtschafts- und Handelspolitik, die lediglich die Interessen der Konzerne oder soll ich sagen der Katzen, der großen fetzen Katzen also berücksichtigt. Wir brauchen stattdessen ein soziales, ökologisches Wirtschaften und eine darauf beruhende gerechte Handelspolitik. Wir haben zu dieser Kundgebung heute die Parteien und Organisationen eingeladen, ihre Positionen zu den Problemen eines fairen Welthandels darzulegen. Um es gleich vorwegzunehmen, es ist Wahlkampf, ihr wisst es. Da sollte man seine Positionen darlegen können. Also, von der CSU kommt leider keiner. Von der SPD kommt auch keiner. Wie eine echte, faire, globale Handelspolitik aussehen sollte, dazu sprechen heute Günter Brendle-Benisch von der ÖDP, Dr. Wo ist er? Okay. Dr. Herbert Siroy von den Grünen, Herr Harald Weinberg von den Linken,